Das Pheno Science Center in Wolfsburg will ein Ort der Neugierde sein. Anfassen, ausprobieren, lernen. Das ist das Motto der Science Center Bewegung. Weltweit gibt es bereits mehr als 100 dieser besonderen Ausstellungen. Sie wollen wissenschaftliche Phänomene erlebbar machen und Interesse an Naturwissenschaften und Technik wecken. Raumschiff oder Kathedrale? Seit über 2 Jahren beschäftigt der spektakuläre Bau des Pheno Architekten aus aller Welt. Über eine Rolltreppe gelangen die Besucher in das Innere des 9000 Quadratmeter großen Gebäudes. 10 trichterförmige Füße, die sogenannten Cones, gliedern die gewaltige Betonlandschaft. Die Cones erheben sich von der Tiefgarage bis zum Dach und tragen das gesamte Gebäude. Auf ihnen ruht auch die freischwebende Deckenkonstruktion. Noch nie wurde ein so gewagtes Gebäude aus Beton geformt. Dazu wurde eigens eine neue Materialmischung entwickelt. Das Besondere an ihr ist, der Beton verdichtet sich selbst und fließt aufgrund seiner Konsistenz in kleinste Zwischenräume. Dadurch wird es möglich, komplexe Formen aus Sichtbeton zu gießen. Die Londoner Star-Architektin Zaha Hadid hat so eine faszinierende Raumlandschaft geschaffen, die geradezu zum Erforschen und Entdecken einlädt. Diese unkonventionellen Räume mit Leben zu erfüllen, ist Aufgabe des international renommierten Ausstellungsmachers Joe Ansel. Wie kann man wissenschaftliche Phänomene so erlebbar machen, dass sie groß und klein in ihren Bann ziehen? Diese Herausforderung stellt sich Joe Ansel. Er hat schon am ersten Science Center der Welt, dem Exploratorium in San Francisco, mitgearbeitet. Dort war er an der Entwicklung von über 125 Exponaten beteiligt. In Wolfsburg liegt die komplette Ausstellungskonzeption in seiner Hand. Gemeinsam mit einem internationalen Komitee hat er die Exponate für das Pheno ausgewählt. Wir hatten eine Liste mit über 450 Exponaten. Sehr viele Exponate kannten wir bereits. Einige haben wir selbst entwickelt im Laufe der Zeit. Denn seit den frühen 1970ern arbeiten wir für Science Center, also mehr als 30 Jahre. Andere Exponate haben wir extra für Pheno entwickelt, denn dieser Ort ist etwas Besonderes. Außerdem kennen wir viele Künstler, wir waren in ihren Ateliers und sahen uns neue Arbeiten an. Es gibt 3 Arten von Ausstellungsobjekten. Interaktive Exponate, die die Phänomene direkt zeigen. Die Besucher können mit ihnen spielen, das sind die wichtigsten Exponate. Dann gibt es Teaching Tools. Diese Exponate benötigen etwas mehr Raum und man nutzt sie, um Dinge zu zeigen, für die im Klassenzimmer kein Platz ist. Sie vermitteln zwar ebenfalls Erfahrungen, aber auf einer mehr pädagogischen Art und Weise. Und dann gibt es noch die Exponate der Künstler. Sie sind ästhetischer, geheimnisvoller. Sie ziehen einen direkt in die Phänomene hinein. Die Hauptaufgabe der Ausstellungsmacher ist es, abstraktes Wissen konkret erlebbar zu machen. Das gilt sowohl für die Darstellung von Schulwissen, wie den Satz des Pythagoras, als auch für die Umsetzung komplizierterer Zusammenhänge. Das klassische Beispiel für ein chaotisches System ist das Pendel. Bei niedrigen Geschwindigkeiten könnte ein leistungsstarker Computer die Bewegung der Arme berechnen. Ebenso bei extrem hohen. Unberechenbar, also chaotisch, wird das Pendel erst bei den dazwischenliegenden Geschwindigkeiten, weil sich dann die Arme gegenseitig unkontrollierbar beeinflussen. Chaotisches Verhalten und Komplexität finden sich in vielen Bereichen von Natur und Technik. Um sie sichtbar zu machen, benötigt man keine hochspezialisierten Apparate. 3 Monate vor der Eröffnung warten die ersten Exponate auf ihren Einbau.
Es geht um die richtige Mischung zwischen Anspruch und Verständlichkeit. Mit viel Hingabe und Erfahrung sollen alle 250 Objekte zu einer faszinierenden Ausstellung kombiniert werden. Dabei arbeitet das Team um Joe Ansel mit Wissenschaftlern, Ingenieuren und Künstlern aus 8 europäischen Ländern und den USA zusammen. Allein 50 Exponate kommen aus der Kurt Hüttinger GmbH in Schweig bei Nürnberg. In dem 1921 gegründeten Familienbetrieb für Elektrotechnik und Modellbau arbeiten Ingenieure, Designer und Handwerker eng zusammen. Jedes Exponat ist Handarbeit und das Ergebnis kreativer Ideen und der Lust an technischer Tüftelei. Die Modellbauer machen sichtbar, was man normalerweise nicht sieht. Meine Familie ist wirklich eine reine deutsche Ingenieursfamilie seit meinem Urgroßvater. Und bei mir war es eher so, dass der Status Mensch war 1:1 verbunden mit Ingenieur. Und als Kind habe ich eher fürchterlich darunter gelitten, weil man mir immer erklärt hat, oh Gott, ganz kompliziert, verstehst du eh nicht. Und irgendwann, eher zu spät, habe ich erkannt, hey, das ist ganz einfach. Und eigentlich ist es richtig geil. Und es tut mir wahnsinnig weh, dass sehr, sehr viele Kinder in ihrer Frühzeit eher abgeschreckt werden von Naturwissenschaften. Und Science Center, informale Bildungsorte, ergeben diese wunderbare Chance, Kinder zu motivieren, sich damit zu beschäftigen und zu erkennen, hey, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Diese Kugelbahn wird gerade für ein Kinderkaufhaus in der Schweiz gebaut. Kinder sind von Natur aus neugierig und kreativ. An dieser Lust am Entdecken knüpfen die Ingenieure beim Bau ihrer Modelle an. Ende der 90er Jahre spezialisierte sich die Firma auf interaktive Installationen, Kunstobjekte und ganze Ausstellungskonzeptionen auf wissenschaftlich-technischem Gebiet. Das Unternehmen bestückt Messen, Museen und Science Center auf der ganzen Welt. Dabei geht man davon aus, dass gerade das Spielerische viele Wissenschaftler zu neuen Erkenntnissen geführt hat. Selbst einfachste Gegenstände können neue Ideen anstoßen. Dieser Papierwürfel inspirierte die Ingenieure zu einer 10 Meter hohen Installation für ein Science Center in China. Die technische Umsetzung wurde zur Herausforderung. Denn die Installation erfordert eine feste Aufhängung, obwohl alle Teile des Würfels mobil sind. Für welche Art von Exponaten sich ein Science Center entscheidet, hängt von der jeweiligen Philosophie ab. Es gibt natürlich da verschiedene fast Ideologien, wie man an die Frage Wissenschaftskommunikation in Science Centern herangeht. Es gibt welche, die werden immer mehr zu Themenparks. Wir arbeiten zurzeit in Guangdong in China. Und die Chinesen sehen einen Science Center eher als Themenpark mit Anspruch. Das heißt, Design und Szenografie hat einen vollkommen anderen Stellenwert. Auf der anderen Seite gibt es den Trend, dass man sich zurück konzentriert auf das eigentliche Phänomen. Weniger designlastig agiert, sondern wirklich inhaltlich arbeitet. Das sind so die zwei großen Trends. Das Pheno hat sich für interaktive Exponate zum Ausprobieren entschieden. Deshalb müssen alle Ausstellungsobjekte leicht handhabbar sein. Wenn ich ein Exponat gestalte, dann muss das Design des Exponats den Besucher schon allein durch die Form auf das hinweisen, was er denn erleben wird. Und dabei spielt meistens die Psychologie die größte Rolle. Wenn ein Besucher ein Handrad sieht, dann ist es absolut klar, ich muss jetzt hier drehen. Wenn er beispielsweise einen Knopf sieht, dann wird er den Knopf wahrscheinlich drücken. Und das sind solche psychologischen Tricks, wie man mit Design umzugehen hat. Zum Schluss werden alle Exponate eingehend geprüft. Die Musikstation für das Pheno wird gestimmt. Digital gesteuerte Verzerrungen, aber auch Experimente mit Schallwellen sollen später Einblicke in das Phänomen Klang geben. Zwei Monate vor der Eröffnung gehen die Pheno-Exponate auf die Reise nach Wolfsburg.
Zu diesem Zeitpunkt ist fast die Hälfte aller Ausstellungsstücke und Experimentierstationen angeliefert. In wenigen Wochen werden täglich Hunderte von Besuchern erwartet, darunter viele Schulklassen. Doch im Moment stellen sich noch dieselben Fragen wie auf jeder Baustelle. Stehen die Datenleitungen, funktionieren die Anschlüsse für Wasser, Elektrizität und Druckluft? Liegen die Handwerker im Zeitplan? Was die Menschen hier wollen, ist kreativ zu sein. Und der einzige Weg, kreativ zu sein, ist, neue Wege auszuprobieren und sich nicht davor zu fürchten, dass sie eventuell nicht funktionieren. Jedes Exponat wird platziert, getestet und mit Begleittexten versehen. Und schließlich erfolgen die ersten Abnahmen. Erfüllen die Experimentierstationen die Erwartungen? Geht das Konzept auf? Oft ist es so, dass Wissenschaftler kommen und genau wissen, was sie wollen. Sie haben einen Effekt, sie haben den schon mal im Labor irgendwie einen Versuchsaufbau gemacht. Aber die Herausforderung ist es, das Phänomen so zu bauen oder es so umzusetzen in ein Exponat, dass es alleine, am besten ohne Betreuer, am besten selbsterklärend, robust und langlebig in der Ausstellung funktioniert. Und sicher muss es auch sein. Dieses Exponat arbeitet mit Laserstrahlen und erzeugt Konturen auf Gegenständen. Trotzdem kann der Besucher ungehindert damit umgehen. Ob Lichtspielerei oder vertraute geometrische Formen wie Kegelschnitte, die man aus der Schule kennt. Das gesamte Design des Pheno ist schlicht und benutzerfreundlich. Die Phänomene an sich sollen wirken. Die Philosophie der Science Center ist die: Sie sind Ergänzungen zu den Schulen. Sie sind ein Zusatz, aber Science Center sind keine Schulen. Der entscheidende Punkt ist, wenn man in ein Science Center kommt, kann man tun, was man möchte. Niemand testet einen. Niemand sagt einem, wohin man gehen soll oder was man tun soll. Und dann findet man ein Phänomen und denkt, was soll das? Dieses Cello ist ein gutes Beispiel dafür. Man sieht das Cello, geht hin und denkt, was ist das? Natürlich drückt man den Knopf, nimmt den Bogen und beginnt zu spielen. Das Cello steht hier nicht nur einfach als Musikinstrument, es macht die Schwingungen der Saite sichtbar. Jeder Ton erzeugt ein eigenes Wellenmuster. Der Lichtstrahl fällt auf die Saite, deren Schatten auf den Spiegel projiziert wird. Auf diese Weise wird die Schwingung sichtbar. Nicht alle Exponate sind interaktiv, sondern visualisieren eindrucksvoll physikalische Erscheinungen. Die Magmakammer zeigt Flüsse und Turbulenzen in Vulkanen und Lawinen. Die Installation Secret Life spielt mit der Trägheit unseres Auges. Der Mensch kann nur alle 0,05 Sekunden ein neues Bild verarbeiten. Mehr als 16 Bilder pro Sekunde erzeugen eine kontinuierliche Bewegung, wie wir sie aus Film und Fernsehen kennen. Secret Life nutzt diesen Effekt. Es ist ein überdimensionales Daumenkino. Die Fliehkraft drückt die Flüssigkeit in diesem Behälter exakt in die Form einer Parabel. Je schneller man dreht, desto steiler wird die Parabel. Ein elektrischer Magnet zieht eine Flüssigkeit, ein sogenanntes Ferrofluid, an und bildet bizarre Formen aus. 1857 wurde der erste Harmonograph gebaut. Bis heute sind diese Zeichenautomaten ein faszinierendes Erlebnis. Viele Anregungen fand das Pheno-Team in renommierten wissenschaftlichen Einrichtungen. So kam es auch zur Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR Göttingen. Natürlich lebt unsere Forschung von dem Nachwuchs und von frischen Ideen. Und deswegen haben wir eigentlich aus sehr stark eigenem Interesse auch Initiativen ergriffen, um den Nachwuchs für unsere Forschung zu begeistern. Und in Vorgesprächen ist natürlich Pheno auch hier bei uns gewesen und hat sich Experimente angeschaut, die der Kommunikation der Wissenschaft dienlich sein können und sind auf dieses Experiment aufmerksam geworden. Und dieses ist jetzt halt auch im Pheno zu sehen.
Mit diesem einfachen Seifenfilmexperiment, das im DLR nachgebaut wurde, machte man schon in den 20er Jahren Strömungen sichtbar. Zum Beispiel Wirbel hinter einem Flugzeugflügel. Heute nutzt man dafür Computersimulationen. Die Strömung um einen Flügel des Airbus A380 wird in einem Computermodell dargestellt. Milliarden von Berechnungen machen sein strömungsdynamisches Verhalten sichtbar. Es zeigt sich, dass seine Luftwirbel nachfolgenden Flugzeugen gefährlich werden können. Deshalb berechnet man auf dieser Basis die Abstände der Flugzeuge bei Start und Landung auf einem Großflughafen. In Göttingen werden Luftströmungen auch im Experiment untersucht. Das ist, sagen wir, deutschlandweit eigentlich einzigartig. Also eine weitgehend realistische Simulation einer Kabinenumgebung mit Passagieren, mit Wärmeabgabe durch die Passagiere. Diese Dummies sind alle innerlich beheizt, können also die Wärmeabgabe von ungefähr 100 Watt von einem ruhenden Menschen simulieren. Ja, die sind deswegen so schwarz, weil wir die Strömung hier mit modernsten optischen Messverfahren, lasergestützten Messverfahren untersuchen. Und dieser Aufbau dient dazu, die Strömung in einem Flugzeug mit Passagieren zu simulieren. Im Pheno geht es nicht um solche komplexen Versuche und Simulationen. Die Besucher sollen sich nur mit dem grundlegenden physikalischen Effekt von Strömungen beschäftigen. Getreu dem Motto der Science Center, hands on. Wenn der Besucher etwas sieht, etwas fühlt, etwas hört und denkt, was ist das? Und diese Frage kommt tief aus seinem Innersten. Dann ist es eigentlich besser, von minds on zu sprechen, denn von hands on. Aber natürlich benutzt man oft die Hände. Science Center bieten aber auch die Möglichkeit, mit neuen Technologien in Berührung zu kommen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Idee des Exponats Lüt A der Künstlergruppe FOAM ist es, Berührungen über eine Distanz zwischen zwei Wänden zu übermitteln. Drückt man auf die Oberfläche der einen Wand, wird die Berührung wie von Geisterhand auf die andere übertragen. Hochempfindliche Sensoren leiten den Druck als Datensignal an die künstlichen Muskeln beider Wände weiter. Diese sind mit einem intelligenten Ventil ausgestattet, das den elektrischen Impuls in Mechanik umsetzt. Dieses kleine rote Ding hier macht alles möglich. Dieses kleine rote Ding. Es ist das Ventil aus einem neuen Material, aus einer sogenannten Formgedächtnislegierung, Shape Memory Alloy. Das Material verändert seine Form, wenn man es erhitzt. Durch das Erhitzen öffnet sich das Ventil und lässt die Luft durch in den Muskel. Der wird dann dick und verkürzt sich. It lets the air through into the muscle and the muscle becomes fat and short. Diese Muskeln werden heute in der Robotik verwendet. Experimente mit neuester Technologie beinhalten besondere Herausforderungen für alle Beteiligten. When I'm working with artists, I tend to Wenn ich mit Künstlern arbeite, habe ich mehr Freiraum. Ich muss auch zum Künstler werden. Ich kann nicht sagen, ich bin Wissenschaftler und arbeite nach Vorschrift, denn die Technologie ist unbekannt. Ich versuche, die Technologie in die Richtung zu dirigieren, die die Künstler wollen, und das ist normalerweise nicht so einfach. Ich muss die Ideen der Künstler aufgrund meiner Kenntnis der Technologie interpretieren. Also wir wollten keine Technologie von der Stange benutzen. Aber das bedeutet, man muss eine Menge Kompromisse eingehen bezüglich der künstlerischen Vision, um sich den Problemen der Technologie anpassen zu können und damit es am Ende funktioniert. Es ist ein Kompromiss. Künstler und Wissenschaftler in einer Person ist der Deutsch-Amerikaner Trimpin. Sein Ring hoch 3 beschäftigt sich mit fundamentalen Zahlenverhältnissen und macht diese als Bewegung sichtbar. Die Ringe haben einen Durchmesser von 3, 4 und 5 Metern. Eine komplizierte Konstruktion verschiedener Seilzüge beeinflusst die Bewegung der Ringe und damit die Geschwindigkeit der drei Kugeln.
Je nach Computerprogramm bewegen sie sich entweder wie Sonne, Erde und Mars zueinander, versinnbildlichen den Satz des Pythagoras oder machen den Dreiklang aus der Harmonielehre sichtbar. In meiner Arbeit, die hauptsächlich mit Kunst, Erklang, Objekten sich beschäftigt, da ist ja viel verbunden mit Physik, mit Naturwissenschaft. Denn Klänge, die existieren nur, wenn die Luft die Schallwellen weiterträgt und so weiter. Und da ist ziemlich viel Physik damit verbunden. Und auch hier bei der Ring hoch 3 wird das alles dargestellt, wie eigentlich ein Klang visuell aussieht, wie so eine Schwingung umgesetzt werden kann in eine kinetische Formation. Ich habe das alles selbst entwickelt, die ganzen Apparate, die Seilzüge in Bewegung setzen. Das gibt es eigentlich nicht, dass man das irgendwo kaufen kann, sondern so ein Mechanismus, der Ringe in Bewegung setzt. Da mussten spezielle so Schneckenmotoren entwickelt werden und da habe ich viele Prototypen erst gebaut, um so weit zu kommen. Und das hat fast 4 Jahre gedauert, die Entwicklung von dem Objekt. For your pleasure, I created a dream. Einen Monat vor der offiziellen Eröffnung messen Testbesucher die Ausstellung an ihrem Anspruch. Vor allem die interaktiven Phänomene müssen sich nun beweisen. Wie entsteht ein Stau und wie kann man ihn am schnellsten beseitigen? Was kann man mit Magneten bauen und was halten sie aus? An den vielseitigen Mikroskopierstationen erhalten Besucher Antworten auf Fragen, die sie sich vielleicht noch nie gestellt haben. Ja, guck. Irgendwie fehlt da aber was, oder? Kann ich auch nicht halten. Das Stroboskoplicht macht die unterschiedlichen Rotationen der Schnüre sichtbar. Hands-on, das Konzept des Science Center, geht auf. Immer wieder faszinierend, Spannungsentladung in einer Plasmakugel. Bionik zum Ausprobieren. Wie passt ein gerader Stab durch einen hyperbelförmigen Schlitz? Erstaunen und Erkenntnis vermischen sich. Dieser harmlose Koffer entwickelt ein geheimnisvolles Eigenleben. Ein Kreisel in seinem Inneren macht ihn unbeherrschbar. Und wie funktioniert das? Masse mal Beschleunigung. Physik im Selbstversuch. Schwungrate versus Fliehkraft. Der Mensch wird Teil eines Kreiselsystems. Eine Infrarotkamera erstellt ein Wärmebild der Besucher. Die Vervielfachung der eigenen Kraft durch das Prinzip des Flaschenzuges erfahren. No boundaries. Selbst mit einfacher Druckluft wird hier gespielt. Our fantasy will have no limits. Beim Bogenbau ist Gemeinschaftsarbeit gefragt. Und Respekt vor der Leistung der Bauleute in der Antike. Hier kommt es nicht auf Konzentration an, sondern auf die Kunst der Entspannung. Je entspannter, desto mehr Alphawellen produziert das Gehirn und treibt den Ball weg.
Das Exponat Gefangene Schatten arbeitet mit Verzerrungs-, Verzögerungs- und Verfremdungseffekten. Die Menschen selbst werden Teil der Phänomene. Bei der Videoinstallation Text Rain nimmt eine Kamera durch ein Loch in der Leinwand die Besucher auf. Ein Computer berechnet ihre Umrisse und lenkt den Buchstabenregen um sie herum. Seinen persönlichen Raumanspruch in Bezug auf andere zu erleben. Darum geht es in der Installation von Scott Snibbe. Boundary Function macht die unsichtbaren Berührungslinien zwischen Menschen sichtbar. Eine sensitive Bodenplatte registriert die Bewegungen und ein spezielles Computerprogramm berechnet permanent die jeweiligen Raumzellen. Boundary Function ist ein Spiel, es ist aber auch eine Inszenierung aktueller mathematischer Möglichkeiten, die typisch für heutige IT-Technologien sind. In der Kombination von Spiel, Phänomen und wissenschaftlich-technischem Hintergrund liegt die Faszination der Science Center. Ich denke, die Vision von Pheno ist die: Es ist eine Bewegung. Pheno ist nicht die Ausstellung, an der wir so hart gearbeitet haben. Es ist nicht das Gebäude und auch nicht das Team oder die Summe all des. Es ist eine Chance, die Gesellschaft neugieriger zu machen, sie zur Selbstmotivation anzuregen. Es ist die Chance, Neugierde in das Leben der Menschen zu bringen. Die grundlegende Idee ist, Pheno soll lebendig sein. Pheno ist nicht nur ein Gebäude mit vielen Exponaten drin. Es ist eine kulturelle Institution für das nächste Jahrhundert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter dreisat.de/hightech.